Darf ich reinkommen? Ich habe gehört, was Heimdall gesagt hat. Ich würde es gern von dir hören. Was war los? Es war nicht da. Ich lag falsch. Tja, wir alle machen Fehler, Junge. Doch Garn befreien. Das war ein großer Chaos, breitet sich bereits in den anderen Welten aus. Wir sind sicher, hier in Asgard. Doch überall sonst? Ich glaube, ich will jetzt nach Hause. Na schön, wenn du das willst. Ich habe dir schon gesagt, du bist kein Gefangener hier. Du entscheidest, geh, denke nach. Sicher kommst du wieder. Doch bevor du gehst, brauche ich die Maske zurück. Nicht, dass ich dir nicht trauen würde, du verstehst. Es ist eine Gesellschaft. Oh, und Ingrid? Bitte, ich muss gehen. Und Loki, wenn du dich bereit fühlst, unsere Arbeit hier wieder fortzuführen, dann wird dich Hugin in deinem alten Haus erwarten. Du lagst falsch, aber dennoch bist du hier weiterhin willkommen. Oh, und sag Hallo zu Mimir von mir. Dass ich mal so froh sein würde, zurück zu sein. Wenn du bleibst, musst du vielleicht eine Weile warten. Okay, okay. Ich sollte schnell zum mystischen Tor. Odin hatte recht. Garn befreien. Wie konnte ich es so vermasseln? Du hast einen Hunni gerettet. Also dann. Ich werde ihm gegenübertreten. Diesmal laufe ich nicht weg. Mal schauen. Gut. Fast zu Hause. Es ist gut. Alles wird gut. Nein! Du bist es! Warte! Du bist es! Schütz dich selbst! Kleiner! Kommst wie gerufen! Hörte mal was, ja? Atreus, pass auf! Wo ist Vater? Er versucht dich zu finden! Kann das warten? Wir werden hier angegriffen! Es nimmt kein Ende. Ich muss den Weltmeer schließen. Atreus, halt sie mir vom Leib. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber... Nein.
wir die Jungs und Mädels hier erstmal. Hilf mir mit dem Zauber. Ich leite dich an. Sag mir wann. Laisa Riva. Laisa Riva. Laisa Riva. Vater! Hoch mit dir. Hilf Freya, ich werde sie ablenken. Ja! Um einen Teil Spartans Welt zu verbrauchen, mit ihrer aktuellen Waffe auf einen Gegner loszustürmen und dem großen Schaden. Vorbei? Trotz deiner Untätigkeit. Wo ist Atreus? Atreus? Hat der Ausreißer all das hier mitgebracht? Jetzt halt still! Ich sag doch, das ist nichts! Oh. Du blutest. Heul nicht so rum. Wie nenne ich dich? Was ist passiert? Ich bin schuld. Die Hehlläufer sind überall. Überall. Das ist nicht deine Schuld. Doch ist es. Da war ein Wolf in Hehl. Er war in Ketten und ich hab ihn befreit. Ich dachte, wenn... Kaum! Ach, verdammt, Junge! Garm ist frei! Garm? Garm wurde befreit? Das ist Wahnsinn, aber doch nicht von dir, Kleiner. Wenn der Hund von Hehl frei ist, zerstört er das Gefüge der Welten. Hehlläufer sind erst der Anfang. Wie konntest du nur? Ja, das einen Fehler zu nennen, wäre noch untertrieben. Was trieb dich zu so einer Tat? Ist das Lokis Werk? Genug. Lasst ihn. Atreus hat einen Fehler gemacht. Wir werden ihn gemeinsam beheben. Toll. Wenn es euch nichts ausmacht, bleibe ich hier. Ich hab die Nase voll von Helheim.
Süß. Ein Problem. Ich kenne keinen Weg zurück nach Helheim. Frag mal das Eichhörnchen. Ich muss sofort mit euch sprechen. Auf der Stelle. Ja. Herrschaften, entschuldigt meinen schroffen Ton. Aber was zurzeit in Helheim passiert, ist vollkommen inakzeptabel. Ich muss darauf bestehen, dass ihr sofort etwas dagegen unternehmt. Ich bitte dich, kehre sofort nach Helheim zurück und mach das, was du getan hast, rückgängig. Das ist eine Ansage. Und außerdem, tu es nie wieder. Nicht wieder irgendwelche Welten zerstörende Wölfe freilassen. Essenz von Heal, plus 2, okay. Und bitte, vermasselt es nicht. Willst du mich nicht, naja, zurechtweisen? Nein. Ich bin erleichtert, dass du sicher bist. Na gut. Wow. Vielleicht sollte ich öfter weglaufen. Atreus. Nur Spaß. Tut mir leid. Wo hast du denn den neuen Speer her? Brock hat ihn gemacht, aus Dröpnir. Was ist das? Ein Ring. Was hat es mit ihm auf sich? Ich weiß es nicht. Du warst nicht da, um zu fragen. Kratos nimmt einfach so hin, Atreus hinterfragt alles. Atreus! Er hat bestimmt nur Angst. Wirklich lange in Ketten. Die tun ihm nicht weh, ja? Eine verzweifelte Kreatur kann die gefährlichste sein. Ich weiß. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ich hatte auf einmal einen Wolf im Gesicht. Aber wir machen ganz kurz eine Pinkelpause. Weil ich pinkeln muss. Deswegen nenne ich es Pinkelpause. Ich habe die gefunden. Ich bin unglaublich schlecht im Gitarre spielen. Hören Sie sich das mal an. Das ist nicht erträglich. Das ist natürlich schade. Ja, das klingt wirklich traurig. Ich habe einen Spinnschock, so einen kleinen. Oh, Glühwürmchen! Voll weggeballert. Wow! Da vorne schwebt ein Kopf, da vorne schwebt ein Kopf. Seht ihr das? Da vorne schwebt ein Kopf. Und er raucht. Tja. Sag mal, reibt sich deine Muschi gerade am Mikro? Ja. So, ja, eigentlich für die Autofahrt so Waffeln gekauft zum Essen, aber ich werde jetzt schon aufmachen meine Waffeln, denn ich habe Hunger. Einfach nicht alle essen jetzt. Nur drei. So. Dann gucken wir mal, was wir jetzt mit dem Hund hier anstellen.
Na los, wir müssen rüber, bevor ihr noch mehr Welten beschützt. Naja, die Raben kriegt man erst, wenn man das Story ist. Frecher Vieh. Oh, Windkräfte. Toll. Ja, total toll. Ach Mann. Wollte Odin, dass du die Kreatur befreist. Was? Nein. Warum? Arbeitest du nicht für ihn? Das ist nicht, wie du denkst. Was er auch verspricht. Man kann ihm nicht trauen. Tue ich nicht. Aber er hat etwas, das ich brauche. Es ist schwer zu erklären. Da hoch, aber das Eis ist im Weg. Ich erledige das. Das klappt nicht. Das sehe ich. Vielleicht ein anderer Winkel. Hast du etwas nicht getroffen? Ja, Tatsache, das hat eine andere Farbe, wenn ich es anvisiere. Weiter. Dem angetan. Der Wind deiner Flügel. Der Wind deiner Flügel verängstigt mich und füllt meine Segel. Die Worte scheinen den Adler dieser Welt in einem Moment zu verachten und im nächsten zu preisen. Für Odin. Du sagtest, es sei schwer zu erklären. Warum? Du musst mir einfach vertrauen. Ich weiß, dass es zu viel verlangt. Aber kannst du vielleicht... Was hat er, das du brauchst? Warum sagst du es mir nicht? Es ist kompliziert. Was ist mit dir? Warum hast du eine neue Waffe? Ich dachte, du wolltest keinen Krieg. Will ich nicht. Aber... Es ist kompliziert? Ja, eigentlich ist gar nicht kompliziert. Heimdall will dich töten, ich Waffe, ich Heimdall töten. Ende. Jeder hat seine Geheimnisse. Manchmal ist es der einzige Weg, um seine Lieben zu schützen. Und sorge dich nicht wegen Odin. Ich gehe nicht zurück. Das ist gut zu wissen. Okay. Ein Weltenriss. Han war fleißig. Ich glaube, ich weiß, wie Freya einen verschloss. Wenn's geht, haltet die Feinde fern. Mache ich. Sag, wenn du bereit bist. Wenn wir diesen Heerläufern da folgen, finden wir bestimmt Garm. Leiser, Riva!
Da kam er von irgendwoher. Und ich war tot und schwamm in dem Meer. Han war fleißig. Ich glaube, ich weiß, wie Freya einen verschloss. Wenn's geht, haltet die Feinde fern. Mach ich. Sag, wenn du bereit bist. Leisa! Riva! Leisa! Riva! Leisa! Riva! Machen. Ein Weltenriss. Han war fleißig. Ich glaube, ich weiß, wie Freya einen verschloss. Wenn's geht, haltet die Feinde. Ich hab mich so viel gehauen, ich konnte mich gar nicht wehren. Leiser. Mitgekommen bist. Das musstest du nicht. Ich bin dein Vater. Ich helfe immer. Solange ich kann. Tja, das ist gut zu wissen. Erzähl, was hast du in Asgard gemacht? Ich habe Dinge für Odin übersetzt. Er hat diese Maske gefunden, mit der ein magischer Riss verbunden ist. Ist alles irgendwie... kompliziert. Ja, aber ich habe Leute in meinem Alter getroffen. Freunde gefunden. Ich hoffe, wir sind noch Freunde. Man darf Odins Gefolgsleuten nicht trauen. Leuten zu trauen muss nicht schlecht sein. Es schadet dem Urteilsvermögen. Vielleicht, aber ich habe die Einsamkeit satt. Atreus. Finden wir raus, wie dieses Tor funktioniert, ja? Wir müssen ja am Kurbel hobeln und dann da oben den Sporti morbeln oder so. Blockiert, wenn das Tor oben ist.
Ja. Was meinst du? Vielleicht geht es mit den neuen Pfeilen, die verketten Elemente. Ah, natürlich. Volk, Siegelpfeile bringen da wohl nichts. Ich glaube, wir brauchen mehr als ein Siegel. Ja. Linke Seite! Also vorhin eben, als ich mit der Trio sicher war, war das nicht so hart. Die Kiste hier noch. Da ist er! Siehst du das? Er reißt die ganze Welt in Stücke. Rechte Seite! Warte! Frosch. Den ersten fand ich super, weil er einfach weggefallen ist hier. Ich halte die ganze Zeit nur Ausschau nach dem nächsten Raben. Durchbrich seinen Schutz! Oika!
Der Speer ist zum Klettern, nicht zum. Okay, interessant, dass hier die Feuerstein liegt, aber ein großes Fight hier angesagt ist. Olka. Kleiner Gesundheitsschub. Zähmung der Bestie, schwerer Runenangriff. Das ist es. Erfahrungspunkte reingepumpt. Okay. Atreus, ich will nicht, dass du dich einsam fühlst. Aber deine Entscheidung, nach Asgard zu gehen, hilf mir, sie zu verstehen. Odin will Ragnarök nicht. Ich weiß, ihm ist nicht zu trauen. Aber ich brauchte seine Hilfe. Ich kann Ragnarök auch nicht zulassen. Ich hätte dir geholfen. Ich weiß, aber... Halt! Er ist hier! Ist gut. Ist schon gut. Alles gut. Ganz ruhig. Ruhig. Warte, wir wollen nur... Plötzlich so Hammer-Ottos in mir drin. Übel.
Die beiden sowas von verdient, wie ich sie umgebracht habe. Na los, dann kommen wir durch. Weiter geht's, Hundi suchen. Jetzt Lied von Alexander Markus einspielen. Der Hundi. Wenn Odin Ragnarök wirklich vermeiden will, sind wir uns einig. Ja, wozu ist dann der Speer? Zu deinem Schutz. Hast du dafür keine anderen Waffen? Wäre richtig funny, wenn wir jetzt den Speer haben und ihn gar nicht benutzen. Was machen die denn hier? Sie sind tot. Oh, ja. Gutes Argument. Ah, Räuber. Aber die haben nicht mehr ganz sauber getickt. Okay, Heeresse ist denn auch einer der Punkte, die man hier so... Oh, Odins Raben und Wissen ist ganz am Anfang hier. In dem ersten... Nee, Elgrind? Ah, doch. Shakira? Hat er gerade Shakira? Betet er gerade zu Shakira? Ein Springer. Ich hasse es, gegen die zu kämpfen, wenn sie leben. Autsch! Du kommst klar? Annie, schöne gute Nacht, schlaf gut, oh, 10 nach 12 schon, ja. Hundi würde ich noch machen, gerne heute. Ein schönes Ende. Ein Springer, ich hasse es, gegen die zu kämpfen, wenn sie leben. Mann!
Nächsten Arschgegner erst mal vorbeikommen, verdammt. Vorbereitet. Und dann der Speer. Ich hab geredet. Jetzt bist du dran. Wir sind nicht gleich. Ich bin der Vater. Du weißt der Frage aus. Euker! Siegelpfeile bringen da wohl nichts. Meine Pfeile halten im Holz da oben.